Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich fahre heute mal so drehend ins Video hinein. Auf diesem Stuhl, zu dem ich gleich noch zu sprechen komme, auf Wunsch von mindestens zwei Zuschauerinnen, tatsächlich waren Zuschauerinnen, die danach gefragt haben, ob man daraus entschließen könnte, dass Zuschauerinnen sich mehr für Möbel interessieren als Männer. Man weiß es nicht genau, doch zu dem Stuhl komme ich gleich. Hauptsächlich bin ich hier in eigener Sache, denn das hier ist eine Art Vorspiel zur Adventskalenderparade, denn der 1.12. ist bald, deswegen ist dieses Video hier heute relativ spät. Ab dem 1.12. Adventskalenderparade. Das bedeutet, ihr bekommt zwei Videos täglich um 19 Uhr immer ein reguläres Testvideo, Labervideo, was auch immer ich immer um 19 Uhr mache, wisst ihr, Auspackvideo. Also einfach um 19 Uhr bleibt alles wie sonst. Aber vormittags werdet ihr ein weiteres Video bekommen, und zwar die Adventskalenderparade. Das ist das, was ihr hinter mir seht. Für die neuen Zuschauerinnen und Zuschauer ist das das ist jetzt das vierte Jahr, soweit ich weiß, werden ab dem 1.12. diverse Adventskalendertürchen aufgemacht. Von mir morgens noch so völlig verpennt, deswegen, es kann sein, dass ich manchmal echt fertig aussehe, weil ich deswegen extra früher für euch aufstehe, also wirklich. Und dann halt morgens vielleicht ein bisschen verpennt bin, das sieht man mir dann auch regelmäßig an. Ich mache das alles für euch. Also ich habe da auch Spaß drin, aber für mich selbst müsste ich jetzt nicht dann morgens statt um Viertel vor fünf aufstehen, um einen Kalender auszupacken. Nichtsdestotrotz, das ist ja hier alles eine Spaßveranstaltung, deswegen, ich habe da ja auch meinen Spaß dran. Und ich bin übrigens nicht von Lidl gesponsert, aber ich habe tatsächlich noch einen Pullover bekommen, wobei der ist so um die Schultern rum so ein bisschen eng, vielleicht weil ich so ein verhältnismäßig breiteres Kreuz habe als der Rest des Körpers. Nicht, weil ich jetzt voll der Gewichtsstemmer bin, ich meine, ich mache es ein bisschen, aber man merkt es, dass der Pullover für, ich sag mal, standardgebaute Menschen gedacht ist. Ich denke, ich hätte so voll das Kreuz wie so ein Kreuzheber. Nee, aber es ist halt ein bisschen breiter als normalerweise aufgrund von Sport, den ich mache, ein bisschen. Und deswegen ist es hier oben eng, wo der Rest genau richtig ist. Geil, oder? Der ist sogar verdammt bequem. Und das für 8 Euro, hätte ich nicht gedacht. Also bis auf das, also vom Stoff meine ich bequem. Er kratzt überhaupt nicht, obwohl er aus 100% Plastik ist oder sowas. Was steht denn da drin? Scheiße, sieht man es auf der Kamera? Nee, ne? Er ist aus Made in, steht hier nicht, Polyacryl. Ja, also ne, Kunststoff, Kunstfaser. Wird dann hergestellt. Wisst ihr, was jetzt geil wäre, wenn hier so steht Made in Deutschland? Und dann so diese ganzen Boss, Dior und sowas, kommt alles aus Bangladesch. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sage ich es euch bei Zeiten noch, ich finde es jetzt nicht. Nee, oder? Ich glaube, hier steht wirklich Deutschland drauf. Imported for Great Britain? Nee. Also hier steht irgendwas von so einer deutschen Firma. Ich werde dem Ganzen noch genauer nachgehen, dann sage ich euch Bescheid, woher dieser Pullover kommt. Es werden Türchen geöffnet ab dem 1.12. jeden Morgen und wir schauen, was Schönes drin ist. Manchmal wird was probiert. Hauptsächlich geht es einfach um den Spaß an der Sache. Deswegen habe ich auch versucht, wieder eine bunte Mischung an Kalendern rauszukramen. Ich glaube, es ist ein Kalender weniger als letztes Jahr. Ich hatte das Gefühl, dass es auch ein bisschen lang vielleicht war, die Videos. Meistens gehen die so 8, 9, 10 Minuten. Manchmal eskaliert es und gehen dann plötzlich 12 oder so. Das kann ich nicht sagen. Und ihr werdet auch nicht die übliche Schnittqualität wie sonst bei meinen Videos bekommen, sondern ich werde die in einem Ganzen aufnehmen und dann einfach das Video starten, stoppen, weil ich morgens keine Zeit habe, das Video zu schneiden. Deswegen laufe ich dann in die Kamera rein, gehe aus der Kamera raus. Also das werdet ihr dann alles sehen. Das geht halt einfach nicht anders. Denn ich bin halt nicht vollzeitlich Food-YouTuber oder YouTuber allgemein. Oh, hier kommt ein Faden aus meinem Socken raus. Na egal. Genau. Und deswegen morgens die Kleinen. Die schauen wir uns jetzt eben einmal an als Spoiler. Und ab dem 1.12., wie gesagt, vormittags, meistens veröffentliche ich sie wirklich früh, 7, 8 Uhr, manchmal vielleicht 9 Uhr, je nachdem, wie ich den Upload mache und ob ich Homeoffice habe oder ob ich zur Arbeit fahre. Und das hängt von so vielen Sachen ab. Aber morgens früh wirklich kommen die Videos. Schaut auf jeden Fall rein und dann nicht das 19 Uhr Video vergessen. Teilt es gerne euren Freunden. Liken, abonnieren nicht vergessen. Das sage ich jetzt explizit im Eigensinn, denn ich würde mich freuen, wenn diese Arbeit quasi möglichst viele Leute bekommen. Nun denn, wir fangen jetzt erstmal mit diesen Kalendern an, die ich euch einmal zeige. Ja, ein bisschen in Nahaufnahme. Das Licht ist jetzt hier heute Abend nicht gerade so gut. Also,
Ihr könnt das hier vielleicht schon erahnen, das ist der Mai-Müsli-Kalender, den ich nur gekauft habe, weil er kurz vor Schluss im Angebot war. Den regulären Preis von, ich glaube, 65 Euro für 24 einzelne Portionen würde ich im Leben nicht bezahlen. Ich habe ihn dann inklusive Versand noch für 40 Euro kurz vor Schluss bei Amazon gekauft. Übrigens, allgemein, es lohnt sich extrem, bis 2-3 Tage bevor der 1. Dezember ist, zu warten und dann die Kalender zu kaufen. Man muss halt nur bedenken, dass man eventuell noch Versandzeit einberechnen muss. Also den habe ich gekauft. Wie gesagt, an sich, ich möchte es hier nochmal sagen, ich finde die meisten Müsli-Sachen gut, ich finde sie nur viel zu teuer, deswegen kaufe ich die immer nur im Angebot, wenn überhaupt ich sie mal kaufe. Regulär ist das einfach ein Schweinegeld, aber die Sachen sind auch gut, aber ob sie jetzt den Preis immer wert sind, sei mal dahingestellt, aber ich freue mich hier trotzdem drauf, verschiedene Sorten, und ich werde dann schauen, wenn ich an dem Morgen tatsächlich, angenommen es ist der 12. und ich esse das Porridge von Nummer, es ist übrigens der Porridge-Kalender, nicht der Müsli-Kalender, also ich esse das Porridge von Türchen 12, dann kann ich euch am 13. vielleicht schon eine Meinung zu dieser Sorte sagen, was euch ein bisschen inspiriert, aber wie gesagt, selber bezahlt, auf jeden Fall, so wie alles außer Brand News, die schicken mir halt jeden Monat, das wisst ihr was, der Rest ist hier selbst bezahlt. Was wollte ich sagen? Genau, also achtet auf die Preise, bevor ihr bei meinem Müsli was kauft. Aber es ist letztlich eure Sache. Wenn ihr reich seid, dann könnt ihr das gerne machen. Dann haben wir hier, es ist nicht der Aldi-Kalender, der eigentlich traditionell dazugehört. Deswegen irgendwie fühle ich mich auch komisch. Aber es ist, eigentlich sind die fast gleich Pralinen. Nur diesmal ist es, also weil es auch der gleiche Hersteller ist, diesmal ist es der IKEA-Kalender. Ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Der IKEA-Kalender, wo wir ein paar schöne Pralinen holen. Ich sag's euch jedes Jahr, holt euch den Aldi-Kalender. Der hat die geilsten Pralinen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hier werden auch geil sein. Vielleicht ein, zwei andere Sorten, die wir sonst nicht kennen. Dadurch auch ein bisschen Abwechslung. Dann, wie gesagt, hier von IKEA sind auch Gutscheine drin. Dann haben wir hier ganz groß den Brand News Family Kalender. Da gab es dieses Jahr 2 Stück. Yummy Christmas, wirklich in XXL, ist immer wieder ein großer Spaß, sich den Inhalt zu öffnen. Dann da unten, worauf ich persönlich mich sehr, sehr freue. Übrigens, die Lichter machen wir natürlich noch an, aber ich habe die heute mit Absicht nicht angemacht, weil noch nicht der 1.12. ist. Freue ich mich sehr drauf. Bon Maman Adventskalender. Jeden Tag ein kleines Marmeladengläschen. Also 23, glaube ich, ganz am Ende ist ein großes drin oder sowas. Oder 2 große, irgendwie so. Freue ich mich drauf. Ich kenne eigentlich viele der Sorten schon, aber ich freue mich trotzdem drauf, die einfach in so kleinen Gläschen mal durchzuprobieren. Ich sag mal, rein preis-leistungsmäßig ist das Ding absolut schlecht, ja. Aber trotzdem habe ich da einfach Bock drauf gehabt. Und ich denke, das ist auch mal was anderes. Dann hier, wir hatten letztes Jahr den Men's Gadget Kalender. Diesmal gibt es den Woman's Gadget Kalender. Und nicht, weil ich jetzt glaube, dass hier wer weiß, was für tolle Sachen drin sind, die ich euch zeigen kann, sondern weil es wahrscheinlich sehr witzig wird. Der Männerkalender war sehr amüsant. Und der für Frauen von der gleichen Firma, der wird bestimmt auch sehr amüsant sein. Deswegen bin ich mal gespannt, was da für klischeehafte Sachen drin sind. Vielleicht so eine Probe Nagellack oder Nagelfeile oder keine Ahnung. Also es wird bestimmt ultra trashig. Und ich glaube, da werden wir alle ein bisschen was zu lachen haben. Ich selber habe auch noch 2 Kalender, die ich aber hier nicht öffnen werde, weil es ist eigentlich langweilig, aber ich hatte irgendwie Lust, sie zu kaufen. Ich zeige sie euch trotzdem. Zwar den Kinder-Adventskalender. Ich fand einfach das Design so toll. Ich meine, guck dir schon mal bitte den Nikolaus an. Ich meine, hallo? Natürlich muss man das kaufen. Dann hier das Rentier und die Elfen, der Schneemann und der Fuchs, wie sie hier den Baum sägen und so. Und den habe ich mir gekauft. Wie gesagt, sind nur Kindersachen drin und dann auch teilweise mehrfach. Also 6 Kinderriegel sind drin. Wie einfallslos. Und als ob man nicht noch andere Sachen hätte machen können. Also eigentlich ist der Kalender total schlecht. Also ehrlich. Aber ich habe den wegen der Verpackung gekauft. Ich wollte ihn einfach haben. Und dann so richtig spießig. Aber ich hatte einfach Lust, das mal auszuprobieren. Ein Pucker-Wohlfühl-Kalender mit Tee. Ich fühle mich so richtig alt, dass ich ihn gekauft habe. 24 magische Bio-Tees, um dir jeden Tag eine kleine Freude zu bereiten. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, aber abends zum Abendbrot mal einen Tee trinken ist nicht verkehrt. Ich trinke in letzter Zeit oft Grüntee. Und wie gesagt, jetzt hier mal so verschiedene, habe ich einfach mal mitgenommen. Kann man machen. So, dann komme ich gleich noch zu dem Stuhl zu sprechen, was total, ja, ich mache das einfach nur als Gag. Ich wollte euch aber sagen, dass übrigens meine Lieferung von Amazon Japan angekommen ist. Ich werde euch jetzt nicht jedes Handtuch zeigen, weil das hier schließlich kein Haushaltskanal ist. Aber weil viele von euch gebeten haben, euch mal was zu zeigen, zeige ich euch mal hier ganz kurz, was hier so drin ist. Das sind zum Beispiel Handtücher. Also ich stehe auf so einem Klimbim-Kitsch. Und dann vor allem, weil es aus Japan direkt kommt. Hat übrigens echt nur 3-4 Tage gedauert. Dann kamen die ersten Pakete. Die haben das alles in 4 Pakete verschickt. 4 Pakete. Statt alles in 1 zu packen. Ich habe extra angeklickt bei Amazon. In so wenig Sendungen wie möglich. Da hätte ich eine Woche länger gewartet. Dafür sind da nicht 4 Pakete unterwegs. Also das war schon so ein bisschen, also hier mein Nachbar Totoro zum Beispiel. Dann haben wir hier ein
ein Nachbar Totoro Badehandtuch zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht mein Badehandtuch. Also das ist hier ein bisschen größer. Dann haben wir hier, hier, das ist noch was für die Videospielfans, ein Animal Crossing Badehandtuch. Alles von der gleichen, nee, ich glaube, das ist verkehrt rum, so rum. Ein Animal Crossing Handtuch. Und dann haben wir hier noch so, ich weiß überhaupt nicht, was die Japaner damit machen. Ich meine, die sind ja klein, aber was machen die mit diesem Handtuch? Das habe ich gekauft, weil das voll billig war. Hallo, ich meine ein Super Mario. Ich habe keine Ahnung, ich soll, glaube ich, auch so ein Handtuch sein. Sieht aus wie ein Topflappen. Ich weiß es nicht. Maruschin ist übrigens diese Marke. Das kommt daher, weil als ich 2018 in Tokio war, habe ich halt zwei mein Nachbar Totoro Handtücher gekauft. Die haben mir so gut gefallen. Habe ich dann wirklich über die letzten Jahre immer wieder geärgert. Warum habe ich mir nicht mehr gekauft und so. Boah, ich habe so viel da gekauft. Ich hätte mir noch mehr kaufen sollen. Ich würde so gern wieder nach Japan. Ne? Aber die Flüge sind aktuell richtig teuer. Letztes Mal nonstop von Düsseldorf nach Tokio. Es war, ich wollte es gerade schon das P-Wort sagen. Orno. Aber gibt es nicht mehr zu super Preisen. Muss ich vielleicht erst wieder etablieren, weil Japan ja erst vor 2 Monaten nur so die Grenzen wieder aufgemacht hat. Aber nochmal so nach Tokio, das wäre schon großartig. Dann hier mein persönliches Mit-Highlight, mein Nachbar Totoro Männerhandtuch, weil es dunkelblau ist. Ich meine, ist das nicht toll? Das kann man jetzt leider nicht so als Ganzes sehen. Ich fahre das jetzt einfach mal hier so langsam runter. Schwupp, 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 schwupp. Sieht es nicht toll aus? Und dann noch so ein Haufen Handtücher, wie gesagt, alles aus Japan. Und hieran sieht man zum Beispiel auch, dass ich ein Kindskopf bin. Ist das nicht ein cooles Handtuch? Ich meine, hallo? Ich meine, guckt es euch mal bitte an. Da sind kleine Flugzeuge drauf. Fantastisch. Und wie gesagt, noch ein paar. Also, ja, schöne Handtücher. Muss man jetzt überlegen, ob einem das wert ist, weil allein die Versandkosten für die Handtücher waren 50 Euro. Aber ich dachte mir, komm, egal. Nee, nicht, weil ich es dicke habe, sondern einfach, weil ich diese Handtücher gerne haben wollte. Und wenn man etwas haben möchte, dann kann man sich das auch ruhig mal gönnen. Und dann ist das eben so. Nun, nichtsdestotrotz, zu den Handtüchern. Jetzt, und das ist jetzt der Gag der Sache, also ich weiß gar nicht, in welchem Video mehr das war, haben die Leute irgendwie den Stuhl, auf dem ich sitze, gesehen und sagt, oh, ist das ein toller Stuhl, den würde ich gerne sehen. Und um euch einen Gefallen zu tun, zeige ich euch jetzt den Stuhl. Ja, wir machen jetzt die Einrichtungs-YouTube-Kanal. Beziehungsweise Sekunde. Wir machen das jetzt so. Hier saß ich gerade. Hier ist extra der Christmas-Altar aufgebaut, wo ich dann morgens die Videos mache. Da oben ist übrigens auch noch Deko. Das ist die Sitzecke, die hier in der Butze steht. Das ist quasi der besagte Stuhl, den ihr so unglaublich bequem fandet. Den kann man drehen. Das sieht tatsächlich aus wie so ein Stuhlsessel. Unten kann man mal die Beine sehen. Und ja, passt hervorragend zu diesem Tisch und passend zu den Stühlen ist diese Bank gewesen. Das Ganze war, glaube ich, wie gesagt, von XXX Lutz, Home in irgendwas junges Einrichten. Nicht, dass ich jetzt jung bin, aber das ist das Ganze. Ihr seht, hier ist auch schon langsam Weihnachtsdeko aufgetaucht. Ja, also wirklich schöne Stühle, kann ich nur empfehlen. Und das ist das. Ja. Das war's mit dem Video in eigener Sache. Ab dem 1.12. geht es los, die Adventskalenderparade. Ich habe mich das ganze Jahr drauf gefreut, ihr euch auch. Von daher, ich freue mich auf diese Zeit. Ich überlege aktuell auch noch so ein bisschen, was wir Weihnachtliches zusammen machen können. Vielleicht irgendwie was Interaktives. Zum Beispiel, wir haben ja ab und zu gemacht, dass ihr mir Fotos von euren, das ist nur ein Beispiel, von euren Einkäufen schickt. Und ich mir die im Video zusammen, dass wir die angucken. Ich möchte irgendwie was machen, wo ihr selber vielleicht auch einen Beitrag zu dem Video leisten könnt. Einige, viele. Ich muss mir noch überlegen, was ich genau mache. Hoffentlich auch wieder Weihnachten Livestream unterwegs nach McDonald's Frühstück. Ne? Haben wir die letzten 2 Jahre auch gemacht. Oder einmal war Ostern, einmal war Weihnachten oder irgendwie sowas. Leute, ganz ehrlich, mit meinen liebsten Videos überhaupt. Ich habe inzwischen nur, gebe ich ehrlich zu, einfach Schiss, dass unterwegs die Technik versagt. Und das wäre halt echt blöd, weil so, ich hasse sowas, wenn das nicht funktioniert. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Und durch für heute. Morgen gibt es eine reguläre Food Review wieder. Trashige Toasties Cheese sehr wahrscheinlich, morgen am Mittwoch. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.